Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, Damen und Herren, und als Berufsoptimisten glauben wir natürlich noch sogar daran, dass Konami Silent Hills irgendwie wiederbelebt bekommt und dass uns John Romero doch noch irgendwann zu seiner Bitch macht. Also rein spielerisch natürlich. Das bezog sich jetzt auf diese Werbeanzeige aus Daikatana. Also hier sind unsere 10 Wunschtitel für die E3, über die zumindest schon mal ein paar Gerüchte kursieren, die wir in diesem Jahr aber vermutlich dann am Ende doch nicht sehen werden. Borderlands 2 war fantastisch, das Pre-Sequel ein netter Lückenfüller und Battle-Dings, das gibt's halt auch noch. Aber es ist Zeit für Borderlands 3, von dem Gearbox vor kurzem ja noch sagte, dass es ausschließlich für Next-Gen entwickelt wird. Offiziell bestätigt ist es damit also schon, jetzt müssen sie es nur noch herzeigen. Wird das auf der E3 passieren? Sieht derzeit nicht danach aus, aber im Vergleich zu vielen der anderen Titel in dieser Liste stehen die Chancen immerhin noch ganz gut und wir könnten es kaum erwarten. Dishonored war nicht perfekt, aber für einen ersten Versuch war es verdammt gut. Deswegen braucht diese Reihe dringend eine Fortsetzung, die dann alles richtig machen kann. Die fantastisch designte Steampunk-Welt und das vielseitige Spieldesign lagen schon mal genau auf unserer Wellenlänge. Jetzt braucht's also nur noch den Rest. Gerüchte über einen Dishonored 2 kursieren schon eine ganze Weile, also hopp, Bethesda. Eine kleine Ankündigung vielleicht wenigstens? Visceral Games arbeitet an einem Star Wars Spiel, so viel wissen wir. Vermutlich werden wir davon aber nicht viel zu sehen bekommen, da die EA-Marketingkanonen erstmal nur mit Battlefront-Konfetti geladen wurden. Was wir von so einem Star Wars Multiplayer Battlefield zu erwarten haben, ist aber nach der Erstvorstellung halbwegs klar. Die Singleplayer-Freunde unter uns hingegen sitzen noch auf dem Trockenen. Ein erster scheuer Blick auf das Spiel wäre daher mehr als willkommen, zumal auch noch die interessante Frage im Raum steht, ob sich Visceral Games nach Dead Space 3 und Hardline endlich wieder als das Studio rehabilitieren kann, das wir mit dem ersten Dead Space lieben gelernt haben. Egal was Rockstar sonst noch so treibt, eigentlich sollte jeder Mitarbeiter dort, der nicht an einem Red Dead Redemption 2 arbeitet, dringend seine Prioritäten neu überprüfen. Das Wildwest-Epos war eine der gelungensten Spielwelten eines Entwicklers, der praktisch nur gelungene Spielwelten produziert und die Welt braucht dringend einen zweiten Teil. Diesmal allerdings auch für PC, sonst freut sich am Ende keiner über diese Ankündigung außer die Verkäufer von Fackeln und Heugabeln. Ein Red Dead Redemption in der GTA 5 Grafik als Neuauflage für PC und Next Gen wäre übrigens auch eine Ankündigung, über die wir nicht meckern würden, Rockstar. Und wir meckern sonst eigentlich ziemlich gerne über das Aufwärmen von ollen Kamellen. Da würden wir allerdings eine Ausnahme machen. Nur mal als Tipp. Duke Nukem Forever mag eine größere Enttäuschung gewesen sein als Internet-Dating, aber das gibt Gearbox lange noch nicht das Recht, auf der Duke Nukem-Lizenz zu hocken und so zu tun, als bräuchte die Welt nicht dringend eine gute Neuauflage der Steroid-Shooter-Persiflage. Heutige Shooter nehmen sich ohnehin samt und sonders viel zu ernst, eine alberne Parodie wäre daher so willkommen wie eh und je. Oder müssen wir tatsächlich weiter darauf hoffen, dass den Far Cry-Entwicklern wieder so langweilig wird in ihrer Legebatterie, dass sie ein Blood Dragon 2 entwickeln? Von Randy Pitchford wissen wir bereits, dass Gearbox mit der Duke Nukem-Lizenz durchaus noch was vorhat. Jetzt wäre es nur schön, wenn man mal was davon sehen könnte, aber die Wahrscheinlichkeit, dass auf dieser E3 was passiert, ist leider eher gering. Noch so ein ständiger Gerüchtekandidat, Mafia 3. Vermutlich war Mafia 2 nicht der Hit, den sich 2K Games gewünscht hätte, insbesondere nach der etwas holprigen Entwicklungsgeschichte des Titels. Aber fassen wir mal kurz zusammen, Open World ist so hip wie nie, eine klassische Gangstergeschichte wie aus der Pate nach wie vor fesselnd und grenzt sich vom modernen GTA weiterhin ganz gut ab. Insofern ist Mafia 3 vielleicht gar kein ganz schlechter Kandidat für eine mögliche E3-Überraschung, drauf wetten würden wir allerdings nicht. EA hat uns ja im letzten Jahr versprochen, dass man Spiele in Zukunft ein bisschen früher ankündigen will. Und jetzt können wir das einfach mal für bare Münze nehmen und nicht als Ausrede eines Publishers, der vielleicht einfach nichts zu zeigen hatte, das nicht mindestens 2-3 Jahre entfernt war. Dann würde das ja bedeuten, dass uns EA in diesem Jahr auch wieder ein paar Sachen zeigt, die noch eine ganze Ecke weit weg sind. Und warum nicht ein neues Dead Space? Ja, die Spielereihe liegt eigentlich offiziell auf Eis, weil sie nicht die nötigen Mega-Blockbuster-Superverkaufszahlen erreichen konnte, aber so ein Dead Space auf dem Grafikniveau der neuen Konsolen, vielleicht als Back-to-the-Roots-Reboot mit echtem Survival-Horror und ohne unnützen Multiplayer- und Microtransaction-Gedöns, das wäre schon echt klasse. Und ganz, ganz zaghafte Gerüchte, dass EA der Serie noch eine Chance geben will, hat es immerhin mal gegeben. Aber ja, eine Dead Space-Sichtung auf der diesjährigen E3 ist sehr unwahrscheinlich.
Vermutlich aber fast genauso unwahrscheinlich, Neues zu diesem Spiel zu sehen, The Last Guardian. Aber ach, der E3-Trailer war einfach zu schön, die fluffige Fuchs-Vogel-Irgendwas-Kreatur viel zu niedlich und die Animationen viel zu herzerweichend. Wir geben die Hoffnung darauf, dieses Spiel lebend wiederzusehen, erst dann auf, wenn Sony persönlich vorbeikommt und uns die Leiche zeigt.